was bisher geschah. Frau Obhof meinte, dass wir bald nach Chile fahren. Diese Chance, meinen besten Freund zu sehen, musste ich nutzen. So kam ich auf die Idee, einen Roadtrip mit meinem Vater zu machen. Mal rangefahren. Wir fahren gerade über einen Salzsee und das ist echt krass. Ich bin gerade auch noch mal mit der Drohne geflogen. Ist alles weiß hier. Zeit vergangen. Es ist jetzt schon 21.40 Uhr und wir sind um 16 Uhr in San Pedro angekommen. Aber es war auch ein bisschen schwierig. Wir haben erstmal probiert, eine Unterkunft zu finden und die ersten zwei Campingplätze hatten geschlossen. Den ersten hatten wir gar nicht gefunden. Dann haben wir erstmal was gegessen. Ja, und da ist uns auf jeden Fall aufgefallen, dass es hier Geld mussten wir noch holen, abheben. Uns ist aufgefallen, dass es hier deutlich, deutlich teurer ist als in Argentinien. Und jetzt haben wir zum Glück noch was gefunden. Sehr kleines Airbnb, aber besser als gar nichts. Zum Glück haben wir noch überhaupt was gefunden. Der Tag fing mit einem Frühstück in einem französischen Restaurant an. Die Croissants und Baguettes haben so gut geschmeckt wie in Frankreich. Danach sind wir zu einem Wanderpfad in der Atacama-Wüste gefahren. Wir sind jetzt hier mal mit dem Auto ein bisschen rumgefahren und haben hier was gefunden. Wie hieß das bei Google Maps noch? Devil. Das ist Front. Jetzt sind wir hier reingefahren und gehen jetzt hier durch so Schluchten durch. Das sieht aus wie riesig, ob hier einer mit Lehm gespielt hat und ja. Alles hier aufge. Alles, was mit Lehm zusammengehalten hat.
Wir sitzen jetzt gerade hier auf dem Plaza in der Mitte von San Pedro und haben uns gerade noch von heute Morgen Baguette und jetzt gerade noch mal Marmelade und Erdnussbutter gekauft und jetzt essen wir nochmal. Wir wollen es halt essen. Nachts sind wir mit dem Auto in einen dunklen Ort gefahren, um den Nachthimmel anzugucken. Die Atacama-Wüste zählt zu den dunkelsten Orten der Welt. Es war wunderschön, den Sternenhimmel und die Milchstraße so hell und klar zu sehen. Mittlerweile Tag 7. Wir haben wieder Baguette vom gleichen Laden wie gestern. La Franchuteria. Genau. Und Marmeladen. Ich glaube auch so wie gestern, aber heute ein anderer Ausblick, als wir ihn gestern hatten an Platz. Wir sind nämlich an einem Mirador und das sieht einfach nur krass aus hier. Das Ziel für den Tag war Antofagasta, die größte Stadt im Norden von Chile. Die Strecke hier ist todlangweilig, also es ist noch langweiliger als Argentinien, wo es noch ein bisschen grün war. Hier sind einfach nur Berge, die gleich aussehen alle. Und links und rechts ist dann mal eine verlassene Stadt, wo mal eine Fabrik war oder so. Also es ist wirklich krass. Hier ist nur Sand überall. Sand. Den haben sie teilweise umgegraben hier. Ich weiß nicht, was sie hier suchen, aber es sieht ganz merkwürdig aus. Gerade noch in der Unterkunft in Antofagasta, die eigentlich echt ganz schön ist, mit einem Küchenbereich, einem Bett und einem Balkon aus dem 18. Stock. Und jetzt fahren wir heute mal an der Westküste von Chile entlang und schauen mal, wie weit wir kommen. Ein bestimmtes Ziel haben wir noch nicht. Neben den Straßen in Chile haben wir sehr oft kleine Gräber von verstorbenen Autofahrern gesehen, die als Mahnung für andere Verkehrsteilnehmer dienen. Stars.
3 Stunden sind wir jetzt schon gefahren. Jetzt machen wir unsere erste Pause hier am Pazifik. Auf dem ganzen Weg haben wir 2 Autos gesehen und einen LKW-Fahrer, der am Rand geschlafen hat. Sonst nichts. Ab und zu mal so zusammengeschusterte Hütten, wo Leute wohnen, aber auch selten. Ja. Es ist dann ziemlich karg hier. Sind bis Pangasuka gefahren, haben jetzt hier einen Campingplatz, wollten eigentlich noch in ein Restaurant gehen, aber alle, die hier sind, sind zu, so wie die ersten 2 Campingplätze, die wir uns angeschaut haben. Aber jetzt haben wir einen gefunden und der Besitzer war so nett und hat gesagt, dass er 2 Empanadas für mich machen würde mit Queso. Die werde ich gleich mal essen. Aber hier ist der Ausblick also wirklich krass mit dem Pazifik. Und der Sonne. Hier sind auch die Hängematten, wo wir überlegen, heute Abend da drin zu schlafen. Dort haben wir es uns dann für die Nacht in den Hängematten gemütlich gemacht. Gut, wir liegen jetzt. Wir haben gerade nochmal die Sterne geguckt in der Hängematte. Und jetzt bleibe ich euch nochmal ein bisschen wach und schaue hier die Sterne. Es ist gerade auch erst 8 Uhr oder kurz vor 8. Aber die Berge, das Wasser ist auf jeden Fall laut. Ich liege jetzt hier im Schlafsack. Papa ist dort. Hallo! Na? Ja, und hier sind noch die Sterne. Es ist bis jetzt sehr cool. Mal sehen, wie ich morgen über die Nacht denke. Aber ja, bis morgen. Guten Morgen. Wir haben jetzt gerade 6.45 Uhr. So, ich werde noch nicht aufstehen, aber bin jetzt wach geworden. Und es war noch kein Sonnenaufgang. Auf der Straße, wo sonst sehr wenig los war, kamen uns mehrere Autos entgegen.
Ich vermute, dass sie zu einer Feier gefahren sind, weil manche mit Ballons geschmückt wurden. Am Abend sind wir in der Stadt La Serena angekommen. Als wir zu unserer Unterkunft gefahren sind, mussten wir leider feststellen, dass wir einen Scam gebucht haben. Also mussten wir eine andere buchen. Wir haben jetzt ein Restaurant gefunden und die Burger sehen sehr gut aus. Wir können Pommes und Soda die ganze Zeit nachfüllen. Wir sind jetzt in der Unterkunft, sind in so einem Hostel und jetzt gerade sucht Papa nochmal nach einer Unterkunft für Viña del Mar, wo wir vielleicht morgen hinkommen. Oder vielleicht. Vielleicht.